Hallo und herzlich willkommen zu Tag 220 meines veganen Tagebuchs. Ich bin mittlerweile ja über 6 Monate lang vegan und fühle mich mittlerweile auch imstande, den Leuten, die anfangen Veganer zu werden, also die potenziellen Veganer, da ein paar Einsteigertipps zu geben. Und mein erster Tipp ist wirklich, dass ihr beachtet, dass ihr sehr individuell seid. Jeder Mensch ist wirklich einzigartig und das ist jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht der Mama, der sein Kind streichelt, du bist einzigartig, sondern jeder Mensch ist einzigartig. Absolut. Diese neurologischen Netze, die du hast, die hat kein anderer, weil jede Erfahrung bildet sich sozusagen im Gehirn als ein Faktor und keiner macht exakt dieselben Erfahrungen in der exakt selben Abfolge wie du und daraus bildet sich deine Persönlichkeit, deine Verhaltensweise, deine neurologischen Netze und deswegen du bist einzigartig. Du bist einzigartig nicht, weil ich dir jetzt irgendwie irgendwas im Mund schmieren will, sondern du bist einzigartig. Verstehst du das? Du kannst nicht einfach die Tipps von anderen übernehmen und sagen, ja okay, das wird das. Zum Beispiel der dümmste Tipp, den man mir geben hätte können als am Anfang und den viele als Tipp sozusagen als ersten Tipp geben, wenn du vegan wirst, iss dich satt, Junge. Wenn ich mich satt gegessen hätte von Anfang an, wo ich Veganer bin, also satt, wie ich satt verstehe und das ist die Individualität, dann wäre ich aber sowas von fett geworden, wo ich Veganer geworden wäre und deswegen hört nicht auf die Tipps von anderen und deswegen, wenn ihr klug seid, schaltet ihr das Video direkt ab, weil letztlich sind das meine Erfahrungen, die ich euch wiedergebe. Das erste ist wirklich, schaut darauf, dass ihr individuell seid. Es gibt kein Patentrezept. Für jeden ist etwas anderes richtig, wenn man richtig im Sinne von Erfolg versteht. Und das machen ja die meisten. Also von daher, und meidet Kanäle, die 5 besten Einsteigertipps für Veganer und so weiter. Das sind sowieso nur solche Marketingmaschinen, die einfach nur irgendwas verkaufen wollen und deswegen die gar nicht individuell auf euch eingehen möchten. Und deswegen, ich versuche das jetzt immer wieder auch in einem Video zu wiederholen, dass ihr auf euch selber ein bisschen verschiedene Empfehlungen, die es gibt, ein bisschen projizieren müsst und dann abwandeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Na, ihr kennt euch am besten. Kein Arzt, kein YouTuber oder was auch immer kennt euch so gut wie ihr. So, und entsprechend müsst ihr natürlich auch immer ein bisschen selbst reflektieren und selbstkritisch mit euch umgehen. Und das ist der erste wichtige Tipp im Veganwerden. Sich selber beobachten. Selber, der Experte, der man schon ist, dieses Expertenwesen vertiefen, indem man sich beobachtet. Na? Ein Tipp wäre dabei, wenn ihr der Typ dafür seid, wie gesagt, das müsst ihr individuell für euch entscheiden, macht ein Ernährungstagebuch von Tag 1 aus. Tut euch dokumentieren. Ich habe das per meinem Video gemacht, weil mir das am besten gefällt. Macht das von mir aus per Buch, also aufschreiben, wenn ihr jetzt keine YouTube-Videos machen wollt. Oder macht es nicht, lasst es sein. Aber versucht euer eigener Experte zu werden. Das ist der erste Tipp, dass ihr realisiert, dass ihr wirklich ihr selber müsst wirklich euch perfekt kennenlernen in der neuen Art und Weise, wie ihr sozusagen euch Nahrung zuführt. Und das ist das erste. Das zweite ist, fangt nicht an, Kompromisse zu machen in gewissen Dingen. Es gibt keinen Kompromiss, wenn es darum geht, vegan werden in Stufen oder Knallerfall und Stufen. Machen die beiden Extreme. Einmal so ganz kleine Stufen, es gibt ja diese Stufenmodelle, wo man verschiedene Sachen weglässt und so weiter. Und einmal Knallerfall. Macht da keinen Kompromiss, werdet direkt vegan. Weil es ist für uns viel, viel schwerer, auf diesem langsamen Wege erfolgreich zu sein. Nicht, weil dieser Weg an sich leichter, schwerer wäre. Der ist leichter, das ist klar. Aber die Rückfallquote ist halt viel, viel höher, als wenn man diesen extremen Cut macht. Der eine oder andere von euch wird sagen, nein, du hast gerade gesagt, individuell. Bei mir ist es so, dass ich diesen langsamen Einstieg brauche. So, und das ist eben das, was nicht stimmt. Das ist das, wo ihr vielleicht denkt, dass ihr euer Experte seid, was aber bei vielen, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, eben nicht stimmt. Das ist einfach nur ein Protektionismus, weil man sozusagen diesen langsamen Stufe als angenehmer empfindet, da schiebt man das Argument vor, bei mir ist das besser, wenn ich das krass mache, das wird gar nichts, weil man einfach so viel Angst davor hat. Und das ist ein Punkt, wo man unterscheiden muss. Ne? Sein eigener Experte zu sein, bedeutet nicht, die Dinge vorzuschieben als Argumente, die angenehm klingen. So, und das meine ich auch mit kritisch hinterfragen. Es ist nicht so einfach, sein eigener Experte zu sein. Also von daher meine objektive Empfehlung. Für die meisten Menschen gilt es. Es gibt welche, für die es nicht gilt und vielleicht sind sie Experte genug, um das wirklich auch real einschätzen zu können. Die meisten sind es aber nicht. Aber meine objektive Ratschlag an euch ist, macht den Cut. Sagt okay, absolut vegan, keine Kompromisse, weil es einfacher für euer Gehirn. Ihr müsst einfach gucken, nur pflanzliche Nahrung und dann braucht ihr gar nicht mehr gucken, ja das und heute lasse ich das weg und dann das. Dieses ganze Arbeiten im Kopf fällt einfach weg. Zack, zack.
Aber, und das kommt, ihr macht den richtigen Cut, geht keine Kompromisse ein. Aber nachdem ihr den Cut gemacht habt, macht ihr euch das Leben bequem, so bequem wie möglich am Anfang. Das heißt, haut euch Fertigprodukte, ungesunde Scheißerei von mir aus ohne Ende. Das ist total egal. Ihr macht es euch am Anfang einfach nur angenehm. Und wichtig ist, ihr probiert nicht vegane Ernährung, ihr seid Veganer. Ne? Ihr seid Veganer. Das heißt, wenn es euch scheiße geht, nachdem ihr die ganzen Fertigfraßen in euch reingestopft habt, dann heißt das nicht, oh, ich gehe wieder zurück, sondern dann, weil ihr ja nicht doof seid, erkennt ihr das und sagt, okay, das kann es wahrscheinlich nicht sein mit den Fertigprodukten und fügt gesunde Alternativen dazu. So, und das ist euer Weg. Es gibt kein Zurück mehr. Ihr macht keine Kompromisse. Ihr werdet Veganer. Ihr seid Veganer. Ab dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt Fertigprodukte ohne Ende essen. Ich verweise auf mein Video vor ein paar Tagen, wo ich das genauso gesagt habe. Aber ihr werdet dann zwangsläufig immer mehr irgendeine Waage finden für euch, wie es euch angenehm und vor allem auch gut tut. Da sind wir wieder bei dem Experten für euch. Aber ganz wichtig, also keine Kompromisse, sofort Veganer. Aber wenn ihr Veganer seid, ist euch erstmal alles erlaubt. Ihr müsst ja erstmal in die vegane Welt reinkommen. Und da sind wir bei dem dritten Ding. Ihr habt eine neue Welt vor euch. Ihr habt noch einmal die Chance, Kind zu sein, die Welt mit offenen Augen zu sehen, zu experimentieren, eure Kreativität freien Lauf zu lassen, Fragen zu stellen. Das ist ein Geschenk, ein absolutes Geschenk. Das ist wie ein neues Leben. Glaubt mir das. Verfolgt mich auf meinen Videos, die ersten Videos. Ihr werdet das sehen. Aber ihr werdet das vielmehr auch selber erfahren, wenn ihr das auch wirklich so realisiert. Aber diese neue Welt könnt ihr auch nur erkennen, wenn ihr das wirklich kompromisslos macht. Ihr seid neu vegan. Genießt, dass ihr Veganer seid. Genießt es und gönnt euch was. Wenn ihr zum Beispiel über viel Zeit verfügt oder über viel Geld, dann nutzt das für den veganen Lifestyle. Nutzt das. Und ich kann das wirklich nur wiederholen, dass ihr in diese neue Welt, in die ihr jetzt sozusagen soeben dann eintaucht, dass ihr die wirklich mit vollen Zügen aufnimmt. Vergesst, was hinter euch ist. Fokussiert euch immer wieder nach vorne. Immer wieder nach vorne fokussieren. Nie nach hinten. Das lag hinter euch. Das ist egal. Bildet neue neurologische Netze. Und eine Sache, die man sich gönnen kann, wenn man sie denn sich leisten kann, ist ein Mixer. Und wobei ich sagen muss, mir kann jeder erzählen, was er will. Ich war Arbeitsvermittler, ich habe auch sehr intensiven Kontakt mit Hartz Empfängern gab 2 Jahre lang und auch ich war sehr beliebter Arbeitsvermittler, möchte ich das mal dazu sagen, und konnte auch sehr persönlich mit den Leuten reden. Und selbst ein Hartz IV Empfänger, mein sowieso ein sehr Lieblingsthema von mir quasi, weil ja oft rumgeheult wird, ich erinnere an meine 30 Tage Hartz IV Challenge, wo ich halt einfach wirklich mal mit nach dem Regelsatz gelebt habe. Auch Hartz IV Empfänger können sich beliebig einen Mixer leisten. Ich weiß, es kommt wieder ein, nein, ich kann nicht, das liegt an eurem persönlichen Gefüge. Gut, die meisten haben kein Auto, da brauchen gar nicht drüber zu reden, aber schon alleine von Getränken. Es muss kein irgendwelches Süßstofflimonade oder Bier oder sonst was sein, sondern es reicht das normale Leitungswasser. Veganes Leben verbinde ich persönlich auch immer mit dem Wachstum an Gesundheit. So, und da hilft das doch, wenn man gleich mal das Bier oder die ganzen Getränke weglässt, da hat man locker innerhalb von einem Monat kann man sich einen Mixer leisten. Weil 20-30 Euro kostet der billigste Mixer. Ja, da werden die Zellwände nicht so aufgespalten und man hat vielleicht nicht die ganz tollen Nährstoffe und ist vielleicht auch ein bisschen klumpig. Drauf geschissen. Es geht ums Prinzip. Gönnt euch was. Gönnt euch einen Mixer. Ich empfehle einen Mixer ab 120-130 Euro ungefähr. Ich habe den Ultratec, den ich auch immer wieder unten verlinke. Und ich bin da total zufrieden. Ich habe jetzt 7 Monate ungefähr am Stück wirklich jeden Tag Minimum einmal und immer was Gefrorenes dabei. Also richtig Hochleistung muss er da bringen. Und ich bin total zufrieden. Es muss meiner Meinung nach kein 300-400 Euro Mixer sein. Aber wenn ihr die Kohle habt, scheiß drauf. Dann kauft euch den Vitamix oder es gibt noch bessere als den Vitamix. Der Vitamix ist nicht mehr das Topmodell. Schaut euch gewisse Tests an. Der Vitamix ist Geschichte. Ne? Aber die erfahrenen Veganer, die sich vielleicht jetzt gerade den Vitamix geholt haben, werden jetzt böse sein. Aber es ist in der Tat so. Ne? Der Vitamix ist nicht mehr State of the Art. Es gibt da schon wesentlich bessere Mixer. Gut. Scheiße, das hat mich bestimmt 20 Abonnenten gekostet. Naja, gut, achso, ich bin also online. Was ich sagen wollte, also das zum Thema Genuss, neu fokussieren und so weiter. Für den einen oder anderen wird das helfen, der Gedanke daran, dass jetzt der große Umschwung stattfindet. Das heißt, man sieht, das Wachstum der Veganer ist vielleicht exponentiell und die Sache damals, wo das Rauchen quasi, wo es nicht mehr modern war, wo es angefangen hat, dass das immer mehr Nichtraucher geworden sind, die geraucht haben, und es sich auch ein exponentielles Wachstum geändert hat, ging es dann rasend schnell. Und ich denke, in 10-20 Jahren wird das Fleisch das sein, was das Rauchen heute ist. Und seid
wenn euch das hilft. Manche, die sind ja so das ist immer das Gegenteilige machen, was so die Allgemeinheit macht. Ich gehöre da auch dazu, deswegen sage ich das explizit. Es muss nicht für jeden gelten, aber es ist vielleicht für euch ein ganz guter Tipp, wenn ihr sagt, okay, seid dabei, seid von Anfang an dabei, die neue Welt, die gesunde neue Welt und vor allem die respektvolle, liebevolle Welt, das gehört ja mit dazu, ne? Das Tierleid, viele vergessen das, viele machen Veganismus aufgrund einer gesundheitlichen Überzeugung, aber ihr bekommt ja quasi die Liebe und den Respekt gegenüber den Tieren, bekommt ihr ja mit geschenkt, ne? Ihr hört auf, Tiere zu essen und Tiere für euch leiden zu. Ihr merkt das vielleicht gar nicht. Und da sind wir wieder bei der Begrenztheit der Menschen. Was da an Leid in euch aufgenommen wird, das ist ja nicht messbar. Ne? Viele sagen auch, vielleicht existiert nicht. Das ist wie das Kind, was sagt, ich sehe das nicht, also gibt es das nicht. Ne? Aber das Leid ist ja existent. Und wie man in der Physik diesen Energieerhaltungssatz, wie man das da kennt, muss dieses Leid ja irgendwo hin. Und ihr esst das. Also könnt ihr euch denken, wo das ist. Und selbst wenn ihr das nicht quantifizieren könnt, wird es so sein, dass euch, auch wenn ihr nicht vegan werdet aus Tierliebe, wird es so sein, dass euch eine gewisse Liebe und Respekt, dass ihr den auch ausstrahlt und dass ihr die Welt ein Stück besserer macht. Ich weiß nicht, ob für euch das ein Argument ist, aber ich habe es selber an mir selber auch wirklich gespürt und dass ich wirklich die Welt ein Stück besser gemacht habe. Und bei mir ist es natürlich sehr einfach gewesen, weil ich auch direkt das Feedback auch von euch bei YouTube bekommen habe, dass ich euren Tag versüße oder dass ihr mal gelacht habt oder vielleicht die ein oder andere sinnvolle Information von mir bekommen habt oder was auch immer. Auf jeden Fall mache ich die Welt ein Stück besser. Und das ist einfach ein Gefühl. Da gibt es auch nichts, wo man sagen kann, mache ich das jetzt weiter oder nicht oder sonst was. Das ist ein Gefühl, was ganz klar ist. Ne? Das ist, man macht die Welt ein Stück besserer. Und wenn man die Welt ein Stück besser macht, dann ist es gut. Ne? Es gibt ja eh nicht den, ich will nicht zweit philosophisch werden, aber also, wenn ihr auch die Welt ein Stück besser machen wollt, wenn ihr von Anfang an auch, was heißt von Anfang an, aber sagen wir von Anfang an, wo die Allgemeinheit jetzt so ein bisschen erfasst wird, wenn ihr da mitmachen wollt, dann steigt jetzt um. Ne? Da ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dabei. So, und inspiriert andere. Das wäre das dazu. Dann zu dem Punkt, sollte es mal wirklich zu diesen Rückschlägen kommen, so motiviert man ist und so expertentechnisch, wie auch immer man an sich selber rangeht, aber es kommt vielleicht für den einen oder anderen eben der Tag, wo man sagt, okay, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich wieder gern Fleisch essen würde und man fällt irgendeine Weise zurück. So, zum einen ist es erstmal gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm, wenn man zurückfällt, weil das ist was ganz Natürliches, dass ein gewisser Trigger, zum Beispiel ein schöner Geruch von einem gebratenen Hähnchen oder so kommt, man das als angenehm empfindet und dass dann ein neurologisches Netz abläuft. Neurologisches Netz ist halt ein Netz, wo halt über Neurotransmitter, über was im Gehirn abläuft, wo unbewusste Handlungen in eine andere übergeht, man eine gewisse Stimmung hat und dann automatisch gerade wie ein Automat handelt. Das ist nichts Schlimmes, weil diese Tatsache, dass wir über diese neurologischen Netze verfügen, das macht uns auch so leistungsstark, dass wir Dinge automatisch machen können, wie Autofahren, ohne uns quasi darüber Gedanken groß zu machen, sondern das läuft alles ab. Ne? Und von daher ist ganz normal, dass man rückfällig wird. So. Und da gibt's die erste Sache ist, dass man das einfach akzeptiert, dass man sich nicht ärgert darüber, dass man rückfällig geworden ist. So. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, dass das Normalste der Welt ist und dass man sich nicht dann dafür ärgert oder sonst was, sondern dass man einfach das akzeptiert. Dass es so ist. So. Und dann kann man sich bewusst selber fragen, okay, was kann ich dagegen tun? Und das ist ein Ansatzpunkt, den ich in meiner Praxis auch immer wieder verwendet habe. Ich habe es zwar eher zum Abbau von Ängsten genutzt, aber ihr könnt das natürlich beliebig natürlich dafür nutzen, dass ihr sozusagen die Rückfallquote, also der Gedanke an Fleisch, dass es eben oder an Milchprodukte oder was auch immer euch dazu geführt hat oder ein gewisses Gefühl oder was auch immer, jedenfalls der Ausgangspunkt dessen, was euch rückfällig hat werden lassen, dass ihr das benutzt, um beim nächsten Mal eben das nicht, dass dieses neurologische Netz nicht abläuft. Und da ist diese neurolinguistische Programmierung, das NLP, das wirklich ein Instrument, wo ich euch echt empfehlen würde, beschäftigt euch damit. Ich will mal kurz auf die Uhr gucken hier. Mein Video schaltet sich immer mal ab nach 15 Minuten, dann muss ich neu auf Aufnahme drücken, deswegen. Also beschäftigt euch damit. Beschäftigt euch mit NLP. Ich habe das auch schon öfters mal gesagt, dass ich mal ein Video dazu mache. Es ärgert mich auch, dass ich es nicht wieder geschafft habe, weil ich so oft darauf hinweise und scheiß drauf. Ich
verspreche jetzt, und ich habe noch nie in meinem Leben ein Versprechen gebrochen. Ich sag's, noch nie. Noch nie. Ich habe, was ich geschworen habe oder versprochen, noch nie in meinem Leben gebrochen. Und da wissen die Leute, die mich kennen, dass es wirklich, dass das nie der Fall gewesen ist. Und ich exkursiere weiter. Natürlich habe ich Versprechen und Schwören, zwei Instrumentarium. Falls ich mal irgendwann in meinem Leben eine Notlüge brauche oder was wirklich ist, und dann habe ich immer einmal Schwören oder Versprechen gut. Also einmal in meinem Leben habe ich Puffer, um einmal zu lügen, wenn ich sage, ich schwöre und ich verspreche. Aber dann beim zweiten Mal dann nicht mehr. Und das ist sozusagen die Endinstanz, wo die Leute, die mich kennen, wo, wenn ich das sage, weil ich am Tag sehr viel Scheiße erzähle, aber wenn ich schwöre oder verspreche, wissen die Leute, oh. So, und ihr wisst jetzt, oh, nächste Woche, im Laufe der nächsten Woche, werde ich im Rahmen meines Christians Wissensarchives, werde ich diesen NLP, also wie das ganz einfach in euren Alltag zu integrieren ist, wie er innerhalb von 6 Wochen ist das, wo ich die ersten Erfolge jemals gesehen habe, also 6 Wochen dauert es mindestens, bis hin zu 2-3 Monaten, täglich 2-10 Minuten, je nachdem wie ihr veranlagt seid, das werde ich in einem Video zeigen, werde ich euch sozusagen zeigen, was ihr machen müsst, und dann könnt ihr, im konkreten Beispiel jetzt, ihr habt den Gedanken, den Geruch Fleisch. Und ihr werdet dann den Geruch Fleisch, das wird dann nicht euer Ausgangspunkt sein für die Abfolge der Automatismen eures alten neurologischen Netzes, sondern der Ausgangspunkt sein für neues neurologisches Netzes, was ihr gebildet habt. Und da steht, es ist so geil vegan zu sein. Ihr riecht dann das Brathähnchen und ihr denkt und ihr spürt automatisch, ohne dass ihr nachdenkt. Oh, so geil Veganer zu sein. Veganer ist das geilste, was es gibt. Oder was ihr denn gerne in diesem Moment spüren wollen würdet. Das ist einfach, es ist bewiesen. Das heißt, es hat eine praktische Relevanz. Und von daher, zumindest aus der Empirie, aus der Erfahrung her, man kann es noch nicht ganz genau beschreiben, weil man ja nicht genau das Gehirn entschlüsselt hat. Man weiß nicht genau, wie das alles funktioniert. Die grundsätzlichen Strukturen mit den Dendriten und mit den Neurotransmittern, die dann andocken und so weiter, das denkt man schon irgendwie. Aber man kann es halt nicht erklären. Deswegen ist es auch noch nicht aktuell wissenschaftliches Wissen. Ne? Also rein aus der Empirie und aus meiner 7-jährigen Erfahrung, wo ich mit Leuten mit NLP gearbeitet habe. Also von daher, das kommt nächste Woche, das verspreche ich. Das wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Wenn ihr denn schwächelt und wenn ihr dann aus irgendeinem Grund dann wieder zurückfällt und diese Neufokussierung, diese ganze Begeisterung für diese neue Welt, wenn ihr das nicht sozusagen euch bei euch irgendwie nicht schafft, dass das euch toucht und dass ihr das so intus habt, dann sage ich, okay, versucht über NLP euch quasi neu zu programmieren. Und das wäre auf jeden Fall dann sozusagen der letzte Anker. Anker ist ein sehr wichtiger Begriff in der neurolinguistischen Programmierung. Egal. Und als letzten Tipp, den ich euch wirklich geben möchte, wenn es um vegane Ernährung geht, bewegt euch. Bewegt euch täglich. Fangt an, fangt wirklich an, um einfach den Habitus euch sozusagen, dass ihr den Intus habt. Fangt an, 5 Minuten um Block gehen. Fangt damit aber jeden Tag. 5 Minuten um Block gehen. So, und das steigert ihr dann, wenn ihr der Geher seid. Wenn ihr eher der Bodybuilder seid, der was kraftmäßig macht, dann macht halt jeden Tag ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups oder was auch immer. Bewegt euch aber, macht Sport in irgendeiner Weise, was euch liegt. Versucht jeden Tag Sport zu machen. Und das ist eine Sache, viele unterschätzen den Wert der Ernährung, den Wert der Bewegung. Bewegung und Ernährung sind in vielen Studien bewiesen worden, das was Krebsrisiko angeht, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Dass Bewegung und Ernährung gar nicht so weit auseinander liegen, was die Risikofaktoren angeht. Zumindest in der Extremsituation, also fettreiche und Tierernährung quasi, also ungesunde Tierernährung und sich überhaupt nicht bewegen versus vegane vollwertige Ernährung und Sportler, gesunde Sportler, nicht Leistungssportler, weil dann geht es wieder nach unten. Aber das heißt, in den Extremen liegt das gar nicht so weit auseinander, das heißt die Risikofaktoren. Das heißt, Bewegung, ich weiß, in vielen fällt das sehr sehr schwer. Aber das muss rein, das muss rein. Und wenn es nicht viel ist, wenn es 5 Minuten im Block, scheiß drauf. 2x Fingerwippen pro Tag. Fangt an mit 2x den Fingerwippen. Jeden Tag 2x den Fingerwippen. Nächsten Tag fangt ihr an, dass ihr 3x den Finger wippt und so weiter. Aber steigert euch. Wenn ihr einmal das habt, dass ihr an dem Tag einmal bewusst aus eurem Leben ausbrechen sagt, okay, ich mache was, dann habt ihr es geschafft quasi. Und das ist nicht so einfach. Ich habe so eine Challenge schon mal hier in meinem Kanal gemacht und da bin ich selber auch dran gescheitert. Aber ich habe halt immer wieder neu angesetzt. Ich habe es nicht nochmal verbalisiert, aufgrund auch der Tatsache, dass ich jetzt Muskelfaserriss im Oberschenkel auskuriere. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Die Bewegung ist wichtig. Wenn ihr Veganer wird, fangt euch an zu bewegen. Täglich, nicht so viel, aber versucht diesen
Habitus sozusagen in euch reinzubekommen. Ja, das soll es gewesen sein. Meine Tipps für die veganen Einsteiger: Achtet vor allem darauf, dass ihr ein Individuum seid und dass ihr wirklich euer ganz einzigartiges Wesen seid. Und das dürft ihr nicht vergessen. Und das Schöne daran ist, dass den Weg, den ihr geht, kein anderer gehen kann und ihr euch selber quasi den Weg durch den Dschungel des Lebens selber freikämpfen müsst. Das heißt, ihr wisst nicht, wo die nächsten Gefahren lauern. Ihr wisst nicht, ob da jetzt ein Tiger in Form eines Stück Fleisch rausgesprungen kommt. Ihr wisst nicht, ob es jetzt regnet, weil das ist euer persönlicher Weg. Und das möchte ich wirklich euch nochmal versuchen, euch auch emotional zu berühren. Das ist ein Weg, den nur ihr geht. Der ist voll mit Überraschungen und schaut, was kommt. Werdet bewusst. Das ist was Einzigartiges. Das erlebt nur ihr. Ihr selber. Kein anderer kann das erleben, was ihr erlebt. Weil niemand eure Erfahrung hat, eure Prägungen. Das heißt, es ist ein Film, der nur für euch läuft. Und ein Film, wo ihr interagieren könnt. Wo ihr Entscheidungen habt, wo ihr sagen könnt, okay, ich bin jetzt risikofreudig, ich mach mal das, ich probiere mal irgendwelchen extrem Smoothie aus oder ich bin halt mal eher solide drauf und so weiter und im nächsten Augenblick wieder woanders. Das Leben ist so von unendlichen Entscheidungen geprägt, von unendlichen Eindrücken geprägt, von eure Gedanken an sich ist ja schon ein Wunder, das könnt ihr gar nicht verstehen. Versucht es auch nicht zu verstehen, versucht es zu leben und dabei möchte ich bleiben. Lebt vegan und ihr werdet eine unglaubliche Befreiung spüren, wenn ihr das wirklich in aller Konsequenz spürt und wenn ihr nach vorne gerichtet seid. Und damit soll es das wirklich für heute gewesen sein. Andere Themen werden dann heute sozusagen nicht mehr kommen können, weil die Zeit ist nun schon arg vorangeschritten. Ich hätte dann noch was auf Lager, aber das machen wir dann morgen. Wie gesagt, NLP Video die Woche kommt auf jeden Fall, ist hiermit versprochen. Macht's gut, euer Christian. Schönen Sonntag noch. Ciao. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezensionen, Produkte kaufen oder nicht kaufen. Das findet in Rezensionen. Rezepte selbst erstellt oder getestet und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.